Deutschland gewinnt im Halbfinale der Frauenfußball-EM gegen Frankreich mit 2:1 und zieht ins Endspiel ein. Das Endspiel wird am Sonntag stattfinden, am 31. Juli, Deutschland gegen England im Wembley-Stadion. Ja, also das Halbfinale war wie erwartet sehr spannend und beide Tore hat Alexander Popp gemacht. Also es ist natürlich die Spielerin dieses Turniers und ja, das erste Tor sehr anspruchsvoll, kommt eine Flanke und dann hat sie den Ball eigentlich technisch sehr, sehr gut verarbeitet und ins Tor befördert. Also es zeigt, welche Klasse sie hat. Und das zweite Tor macht sie mit dem Kopf. Und ja, man merkt auch, wie sie das Tor machen will. Also, dass sie halt erstmal ein bisschen in die Tiefe geht und dann mit voller Wucht den Ball trifft. Und das zeigt auch, mit welchem Willen sie bei dieser Europameisterschaft mit dabei ist. Also man hat schon beim ersten Spiel gesehen, als Alexander Popp das erste Tor gemacht hat, dass sie bei dieser EM ja sehr, sehr motiviert ist natürlich, weil das ist ihre erste Europameisterschaft, das ist kaum zu glauben. Sie ist eine sehr, sehr erfahrene Spielerin, aber das ist ihre erste Europameisterschaft und jetzt 6 Tore in 5 Spielen ist natürlich ein Traum. Und dann macht sie noch das 100. EM-Tor gegen Frankreich, also 100. EM-Tor von Deutschland bei Europameisterschaften. Also praktisch bricht viele Rekorde, ja, in einem Turnier. Aber es ist eine erfahrene Spielerin, aber man merkt auch, welche Motivation sie mitbringt, welche Torgefahr sie mitbringt. Es ist natürlich für mich ein bisschen überraschend, dass sie jetzt in Wolfsburg im Mittelfeld spielt, ja, aber das zeigt auch, wie vielseitig sie ist. Sie hat, glaube ich, in der Abwehr angefangen bei Duisburg. Und dann spielt sie im Sturm. Jetzt ja, in Wolfsburg im Mittelfeld. Aber es zeigt auch die Vielseitigkeit, die diese Spielerin besitzt. Und ja, also sie spielt schon seit vielen Jahren für Deutschland, spielt auf sehr, sehr gutem Niveau. Leider, ja, bei Europameisterschaften hat es bisher nicht geklappt. Dafür denke ich mal, ja, bei diese Europameisterschaft hat sie sich ganz nach oben in ewigen Rankings von deutschem Frauenfußball gespielt. Ja, also ich sehe natürlich ganz klar ihre Position im Sturm, weil man merkt, sie bringt sehr gute ja, Torschusstechnik mit und viel Erfahrung jetzt natürlich, aber sie war schon immer ein Topspielerin, auch in jungen Jahren. Und ich habe sie noch bei der WM 2011 in Deutschland erlebt. Und da hat man schon gesehen, welches Potenzial sie hatte. Ja, sie war damals, glaube ich, 20. Jetzt ist sie erfahrene Spielerin. Man merkt natürlich in vielen Situationen, dass sie ja, ihre Erfahrung auch ausspielt. Und ja, man merkt aber auch, wie sie praktisch jedes Tor machen will. Ja, also wenn man jeden von diesen 6 Toren nimmt. Also ich meine, das zeigt sie bei jedem Treffer ihre individuelle Klasse und ihre Vielfältigkeit, also auch im Torabschluss. Ja, jetzt spielt Deutschland im Finale, da ist eigentlich alles möglich. Also ich denke, Spanien und Frankreich wurden höher eingeschätzt als England. Natürlich haben sie das Heimvorteil, ja, man spielt in London, in diesem Stadion, aber ich denke, Deutschland spielt sehr kompakt und hat jetzt schon viel erreicht bei diesem Turnier. Aber auch viele Mannschaften geschlagen, die stark sind. Also Spanien, ja, obwohl natürlich Spanien nicht in Bestbesetzung bei dieser Europameisterschaft angetreten ist. Aber Frankreich war auch ganz stark. Aber ich denke schon, dass in diesem Spiel Deutschland doch der Favorit sein wird im Finale.